Die haben dann überall in Dresden, in Jena, in Halle gesagt, jetzt müssen wir Exempel statuieren. Und wie viel brauchen wir? 10, 6, 8, je nachdem. Wen nehmen wir? Wer waren die lautesten? Dann nehmen wir den und den auch noch. Aha, da gibt es eine Querverbindung von Halle nach Leipzig, wie schön. Und dann haben sie angefangen in Halle Slawisten zu verhaften, dann den Schröder in Leipzig. Und dann kam es also eng auf mich zu, das Ganze. Und dann im November haben sie dann noch 3, 4 verhaftet in Leipzig und darunter meine Frau und mich. Und nachdem sie uns hatten, dann haben sie nun mit Vernehmungen, mit monatelangen Vernehmungen, dann nun das Netz gestrickt, dass wir eine Gruppe waren. Und diese Gruppe hatte ein ideologisches Haupt und hatte einen für die Organisation. Das war ich, das war nicht weiter nachzuweisen. Aber es gab ja den Artikel und den Beitrag und dieses Gespräch. Und dann gab es vor allem eine Unterredung mit einem polnischen Journalisten, der uns besucht hat in Leipzig, wo wir in meiner Wohnung über den polnischen Oktober heftigst geredet haben. Das war dann die konterrevolutionäre Zusammenkunft und ein paar Witze erzählt über Ulbricht. Und das war dann für 7,5 Jahre ausreichend.